müssen davon ausgehen, dass der Boden Israel zur Zeit der Gründung Israels 7% gekaufter Boden war und 93% eroberter oder enteigneter oder gestohlener oder ich weiß nicht was, aber auf jeden Fall nicht bezahlender Boden war. Man hat den Boden den Palästinensern, denen, die geflohen sind, aber auch denen, die nicht geflohen sind, entrissen, enteignet und weggenommen und ihnen einen symbolischen Preis dafür gegeben. Und was spricht dagegen, wenn der jüdische Nationalfonds seine 1.300.000 Quadratkilometer Land wieder für diesen selben Preis, dass er es dafür bezahlt hat, an die Palästinenser zurückgeben wird? Und mit dem Geld, was dann entstehen würde, könnte man Institutionen schaffen und man könnte von diesem Betrag einen Kapitalfonds füllen, das dazu dienen könnte, palästinensische Flüchtlinge zu entschädigen. Aber das ist ja Utopie und das ist ja, über sowas kann man in Israel mit niemandem reden, weil das wäre ja schon Verrat am Staat, da würde man schon dafür fast gehängt werden. Das und mehr wird es jemals wagen, das Rückkehrgesetz zu einem Gesetz zu verändern, das nur verfolgten jüdischen Flüchtlingen Zuflucht gewährt. Wann wird man einem Rabbiner aus New York, der einen raschen Besuch in Israel macht, das Recht verweigern, automatisch israelische Bürger zu werden? Und meistens ist es vor Wahlen, dann kommen sie, werden schnell Israelis wählen, die Partei, die der Rabbi gesagt hat, dass sie wählen sollen, und dann verschwinden sie wieder nach Brooklyn, aber sie sind Israelis geworden. Und was hindert einen Juden für den Fall, dass er wirklich verfolgt wird, dass er wirklich Probleme hat als Jude, nach Israel einzuwandern und in einem Land zu leben, in dem Nicht-Juden auch als gleichberechtigte Bürger sind, so wie in allen anderen Ländern, in denen er lebt. Und die abschließende Frage ist vielleicht die schwierigste von allen. Wie weit ist die jüdisch-israelische Gesellschaft bereit, sich von der tief verankerten Vorstellung zu trennen, dass sie aus einem auserwählten Volk besteht und aufhören, sei es im Namen einer mythologischen Geschichte oder mit Hilfe einer gefährlichen biologischen Ideologie, sich selbst alle Rechte zuzusprechen und sie den anderen zu verweigern. Die Fragen sind deshalb zahlreicher als die Antworten und die Gemütsstimmung ist sehr pessimistisch und mehr pessimistisch als optimistisch. Wie das möglich ist. Heute weiß ich, wie das ist, weil diese
Situation, dieser israelisch-palästinensische Konflikt geht durch die Familie und es sind unheimlich harte Positionen, richtig harte Positionen. Und heute weiß ich übrigens auch, dass dieser Spruch, Blut ist dicker als Wasser, das stimmt überhaupt nicht. Blut ist gar nicht so dick. Ideologie ist viel wichtiger als Blut. Da hinten war hier noch welche, dann da und dann da. Ja, ich wollte nur fragen, dieses harte Klima, was Sie beschreiben, wenn man da lebt, dann wird man natürlich beeinflusst durch diese Idealismen. Aber bekannt ist ja, dass die Juden überall auf der Welt sind und sie haben auch sehr viel Einfluss auf die Bevölkerung in Israel. Wie sehen Sie da dieses Verhältnis der Juden im Ausland und des Juden im Inland? Ich meine, eigentlich müsste man ja denken, die in sehr aufgeklärten europäischen Ländern wohnen, die bringen ja auch dieses Gedankengut mit und haben einen gewissen Einfluss. Kann man da nicht hoffen, dass das... Hoffen kann man immer, aber es ist eben leider so. Bevor ich jetzt aber Ihre Frage beantworte, möchte ich auf etwas hinweisen, weil ich vorhin gefragt worden ist. Das Buch von Shlomo Zalman wird in Deutsch vorerst nicht erscheinen. Das ist leider so, aber ich kann es nicht ändern. Hebräisch kann kaum einer von Ihnen. Wer Französisch kann, kann es hier nicht weit im Endes wahrscheinlich bestellen. Wer aber Englisch kann und es bereit ist in Englisch, kann bei mir so ein Blatt bekommen und es bei mir bestellen, denn ich habe eine größere Anzahl Exemplare vom englischen Verleger bestellt und man kann bei mir also die englische Ausgabe, wer will, kann so ein Blatt von mir nachher bekommen. Jetzt, das kostet 29,95 €. 30 Euro. So, jetzt zu Ihrer Frage. Ich muss ja noch die Frage beantworten. Ich habe gerade vor ein paar Tagen einen Bericht über die amerikanischen Juden gesehen im Fernsehen. Und da ist gezeigt worden, dass die amerikanische Juden richtig gespalten ist. Während die amerikanischen Juden noch 48 im Eindruck des Holocaust und unter dem Eindruck ihres schlechten Gewissens voll hinter Israel stand,